Spotted you dancing in the club, shaking it, I'll check you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eye. Grüß Gott, es soll heute wieder um ein Flop-Produkt gehen. Und zwar geht es heute um die Lidschatten-Base von Catrice. Das ist diese Prime and Fine Eyeshadow Base von Catrice, habe ich schon gesagt. Das ist diese hier. Die mag ich. Von der Verpackung her finde ich sie wunderschön. Deswegen hat sie mich auch so angesprochen und ich habe sie mir deswegen gekauft. Alles, was so viereckig ist, spricht mich in letzter Zeit irgendwie an. Keine Ahnung, was das für ein Schaden im Kopf ist, aber fragt es mich nicht. Ich fand die, also die Verpackung finde ich schön. Das einzige Manko finde ich, man weiß nicht, wie viel drinnen ist. Man kann es auch nicht in die Sonne halten, damit man es sieht. Man sieht es halt ein bisschen so, aber man kann es auch nicht so gut erkennen, finde ich. Es kommt mit einem Applikator. Das finde ich gar nicht so schlecht, obwohl es im Tiegelchen oder zum Rausdrücken mir ein bisschen besser gefällt, weil ich da das Gefühl habe, dass ich da auch alles rausbekomme. Ich habe auch das Gefühl, dass sie bald dem Ende zugeht, also dass sie bald leer ist. Alleine kann ich sie überhaupt nicht am Auge haben, dass ein Lidschatten hält. Das funktioniert überhaupt nicht und das macht mich echt aggressiv. Also besonders im Sommer braucht man das wirklich, dass der Lidschatten auch hält, weil ich muss mich ja schminken wegen der Arbeit und das ist halt auch nicht wirklich lustig, wenn es so heiß ist und es hält keinen Lidschatten. Und das war eben bei dem der Fall, oder beziehungsweise ist bei dem der Fall. Ich benutze sie ja noch immer und das Problem ist mit Creme-Lidschatten, mit meinem MAC Paint Pot, wie heißt der, ich kann euch den kurz zeigen. Ja, Taylor Grey heißt der. Den habe ich ja auch schon weit aufgebraucht, ich zeige euch den kurz mal. Der ist aber halt so cremig, dass der einfach nicht am Auge zusammen in der Kombination mit der Lidschattenbase hält. Und da kann ich auch nichts machen dagegen. Also es hält einfach nicht beides. Ja, deswegen kann ich die Kombination einfach auch nicht mehr benutzen. Und habe auch aufgehört, die Kombination zu benutzen. Ich habe es alleine probiert, eben in der Kombination. Ich habe es vorher abgepudert und habe danach den Paint Pot benutzt. Hat auch nicht funktioniert. Also ich habe alles probiert. Und aktuell benutze ich die Lidschattenbase natürlich noch immer in Kombination mit den Essence Eye Soufflé. Das ist mein letztes Backup, das habe ich mal von einer YouTuberin abgekauft. Von der Ballerina Backstage Ellie war der. Der weiße, wenn ihr euch an den noch erinnern könnt. Ich habe ja alle drei gehabt. Also ich habe die anderen beiden natürlich noch immer und den habe ich halt als Backup noch von ihr gekauft, weil ich den eben so gut fand. Ja, das ist die einzige Kombi, die bei mir hilft. Also die beiden zusammen halt der. Da hält der Lidschatten schon. Aber das gibt es nicht mehr. Und was mache ich dann, wenn es eben das dann. Also, wenn es das dann nicht mehr gibt und ich habe. Versteht schon, wie ich das meine, oder? Wenn das leer ist und ich kann es mir nicht nachkaufen. So, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Güte. Ja, und ich würde mir die auf jeden Fall nicht nachkaufen. Also ich finde, es ist wirklich ein riesengroßer Flop, weil dann bleibe ich lieber bei meinem MAC Paint Pot, weil da hat das die Kombination auch gut funktioniert. Ich frage mich dann, was ich dann später benutzen werde, aber egal. Ja, und ich werde sie mir nicht nachkaufen. Ich werde sie mir wirklich nicht nachkaufen. Ich habe von vielen gehört, dass sie gut finden, aber ich finde sie nicht gut. Bei mir hält sie einfach nicht. Was ist das? Bei mir hält sie einfach wirklich nicht. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr die Lidschattenbase findet, ob ihr sie habt und ob ihr. Die Strähne, da macht mich aggressiv. Ob ihr sie habt und ob ihr damit zufrieden seid, das würde mich wirklich interessieren. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bin halt wirklich enttäuscht. Ich habe echt gerechnet damit, dass die wirklich gut ist und bin wirklich enttäuscht davon. Also ich werde mir auch eine Zeit lang jetzt keine Catrice und Essence Sachen mehr kaufen, wenn ich es schaffe über die Les her. Aber ich bin einfach in letzter Zeit mit die Drogerieprodukte nicht zufrieden. Fragt mich nicht warum, aber ich bin einfach nicht zufrieden. Das ist irgendwie traurig, aber ist so. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!